Was geht, was geht, was geht, YouTube? Moin, moin, hallo, herzlich willkommen und Ahu zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In der vergangenen Episode konnten wir endlich die Quest von dem kleinen Einsiedler da hinten beenden. Die alte Garde hieß die Quest, glaube ich. Ja, Mann. Auch wenn das so weit mal wäre. Achso, Chat, Stream sieht das gar nicht, was du geschrieben hast. Ah, doch, Gott sei Dank. Ja, in der letzten Folge konnten wir die Quest, die alte Garde, endlich abschließen. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute noch hier so eine kleine Mini-Quest. Super. Einfach, weil ich jetzt noch eine halbe Stunde bummelig Zeit habe, bis wir in die Warzone starten und... Ja, mal gucken. Mal gucken, was uns da erwartet bei dem Marker. Das ist mir schon so ein Marker. Kra. Ja, die alte Garde, die alte Garde. Die Quest hat mir auch einiges an Nerven geraubt. Schaut in mein letztes Video rein, dann wisst ihr, was ich meine. Oh Gott, komm schon. Aber wir haben sie ja dann doch zu einem erfreulichen Ende gebracht. So, trampeln hier ein bisschen durchs Getreide und dann müssen wir auch bald schon da sein. Da hinten auf dem Hügel scheint es zu sein. Mal gucken, was uns da Schönes erwartet. Ich bin gespannt. Oh, wo sind wir hier? Stonehenge oder was? Ich vernichte dich! Das glaubst aber auch nur du, Kollege. Tja. Arm ab. Du was, du Schinken? Ach hier, oh! Was denn du? Wieso brennt das denn? Alter, was ist denn? Ah, okay. Crazy. Achso, kann während eines Konfliktes nicht abgeschlossen werden. Alter, was hat er denn, sag mal? Hast du denn für einen Auftrag, Keule? So, das... Ah, das scheint der Punkt zu sein. Wie geil. Okay. Das war ja sick. Ja, dann gehen wir doch mal direkt zur nächsten Nebenquest. 400 Meter. Okay, hier sollte ich wahrscheinlich nicht runterspringen. Ah, wir können ja auch runter. Sag mal, kletter halt runter. So.
Komm, mein stolzer Klepper. Ja, ist schon wieder so ein Wildschwein. Ja, nee. Nicht hier. So. Na, das sieht ja auch wieder sehr vertrauenserweckend aus hier. Was, wer ist er denn? Hallo, ich bin der fleischige Olaf. Was kann ich für dich tun? Nicht so flink, mein Hasenkind. Du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht mit. Ken sent me. Habe ich schon drei? Ach nee, kann ich noch nicht. Was ist das für ein Ort? Ein Ort für jene, die es wagen, sich des Nachts um Ruhm zu schlagen. Teilnehmen kannst du nur, wenn du die Losung nennst. Doch es deucht mich, dass du sie nicht kennst. Doch ich weiß, dass Erinnerungen schwinden. Darum kannst du hier einen Hinweis finden. Das Träumchen. Ja, denn... Freunde, ihr wisst, was Losung auch heißt, oder? Wo kann ich denn einen Hinweis finden? Man schicke mir einen Hinweis auf den Hinweis. Klettern wir da einfach mal rauf, wa? Die Losung des Fuchses. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ach, guck an. Ach, hier. Da. Die Losung, ich habe gelauscht und ich glaube, ich habe es verstanden. Wo bloße Faust blauäugig haust, alter Schwede. Wo bloße Faust blauäugig... Wo bloße Faust blauäugig... Wo bloße Faust blauäugig haust, wo bloße Faust blauäugig haust, wo bloße Faust blauäugig haust. Puh, das muss die Losung sein, die man aufsagen muss, um in den PPP zu... PPP zu gelangen, das ist doch irgendein Insider. PPP? Nicht so flink! Mein Hasenkind! Du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht. Ja, wo bloße Faust blauäugig haust. Da. Wo bloße Faust blauäugig haust. Ah, scharfe Augen, ein gutes Gespür. Ist das hier der Fight Club oder was? Hinter dieser Tür. Geh hinein, probier dich aus. Doch pass gut auf, sonst trägt man dich raus. Ist das der Fight Club hier oder was ist das? Oh, auf jeden Fall ist das hier... Bist du bereit? Der Ort der... Alter, was ist denn hier? Was stimmt denn mit den Boys da hinten nicht? Ja, ich bin aber sowas von bereit. Penis-Piraten-Popo-Club. Ach, schön. Ich bin bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Vielleicht bringt dieser dich zu Fall. Man nennt ihn nicht umsonst den Wall. Edward aus Lincoln. Aha. Was ist mit den Jungs? Dort. Was ist denn jetzt? Oh. Na, der hat mich ja ready zu Fall gebracht, der Bengel. Dich kämpfen zu sehen, war mir eine Freude.
bittersüß wie das Ale, das ich niemals vergeude. Solltest du dich jemals nach Kämpfen verzehren, dann mach mir die Freude, hier wieder einzukehren. Läuft, Digi, läuft. Was war denn das für eine Aktion? Alter, und du bist... Alter, wer bist denn du? Was hat er? Was stimmt mit ihm nicht? Gibt's hier sonst nichts, oder was? Oh, und hier ist der... Hier ist der muntere Klumpen. Der sogenannte... Alter, Leute, ernsthaft? Was ist das hier? Bisschen Angst. Wieder zurück, was? Lust auf mehr? Jo. Ich bin bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Du brauchst dich gar nicht sicher wähnen gegen diesen schnellen Dänen. Boller aus Kent. Na, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Man findet hier keine Ruhe. Wie bitte? Hat er mich gerade ange... Was macht er? Oh. Alter, ist mit ihm. Alter, was ist das? Oh, Alter. Alter, es stimmt denn mit ihm nicht, ey. Alter, was ist mit ihm? Boller, Alter. So. Aber wir haben es ja immer noch nicht geregelt, ne? Ne. Zurück. Ja, komm. Lust auf mehr. Aber sowas von Bo. Ich bin bereit. Keule. Ich Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Die Zeit ist reif. Dein Kopf gleich dröhnt, wenn Silberzunge ihn verhöhnt. Nur ich verbleib, tu dir nicht weh. Hier ist der Held des PPP. Alter Schwede. Boah, ja, genau. Alter. Au. Och, Mann. Oh ja, komm. Ja, aua. Mann! Typ, ey. Oh, Alter. Mann! Wie dusselig ich mich gerade anstelle, das gibt's ja wohl nicht. Noch nie fand ich mich in solchem Gefecht. Ich spüre deine Schläge noch immer nicht schlecht. Ach, da hätte man... Du stehst, so ich's denn richtig sehe, an der Spitze des PPP. Ich fühle mich geehrt, glaube ich. Geh nun in die Welt hinaus, sprich nur voll Stolz von unserem Haus. Erinnere dich in jeder Pause. Dank uns lebst du in Saus und Braus. Ja. Leb wohl. Na moin.
Fausttänze und verschwitzte Schwüre. Ach, wie schön. Ja, herrlich. Das war mir doch ein inneres Blumenpflücken hier gerade. Vermerk eines PPP-Mitglieds. Ich liebe es, hier mit diesen Jungs herumzutoben, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein, dazu zu gehören, Freunde gefunden zu haben. Prügeln wir aufeinander ein, bis uns die Birne brummt? Ja. Habe ich mittlerweile weniger Zähne als Finger? Ebenfalls ja. Doch jeder Kampf, so verschwitzt und blutig er auch sein mag, endet immer auf nette Art. Man umarmt sich, klopft sich auf den Rücken, gibt sich einen Kopfstoß. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier. Um es mit den Worten des weisen Nils Bohmhoff zu sagen. Nun. Ja, schön. Ach, guck mal hier, der durchsichtige Helge ist auch da. Na, der halbdurchsichtige. Ist noch ein Schatten seiner selbst, wenn ihr mich fragt. Ist mit dem, ist er in beide Richtungen durchsichtig? Ja. Alter. Och, Ubisoft, ihr habt schon ein Update rausgebracht, ne? So, hast du noch was zu sagen? Niemand bleibt mehr übrig hier, der nicht bezwungen wurde von dir. Gesiegt hast du, flinkes Reh, bist der Stolz des PPP. Ich wollte noch mal sagen, dass er eben einen richtig schönen Gemächtwitz einfach so hat liegen lassen. Da war sonst schöner Reim, mit dem man auf Gemächt hätte enden lassen können, aber den hat er einfach so liegen gelassen. Bin enttäuscht. Zutiefst enttäuscht. So. Was sagt die Tic-Tac? So, komm, eine Mission schaffen wir noch, Freunde. Ja, aber wieder sehr schön. Hier denn? Den Opferaltar von, weiß ich nicht, was. Lesen. Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat meinen Sohn überkommen. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zittert in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen, also muss es ein Fluch sein. Und ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich biete den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe dar und hoffe, dass es sie zufriedenstellt. Denn nur ihre Kraft kann meinen Sohn noch retten. Ach, okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal Hasen jagen, ja? Da ist ein Hase. Da ist auch ein Hase. Jetzt wäre so eine... Sag mal, da, du bleibst stehen. Nummer 1. Oh, was ist hier jetzt schon wieder für ein Tier? Oh! Oh. Einfach mal vor Schreck in den Fotomodus gewechselt. So, wo war das Hasentier? Hier. So. Sind wir schneller als Hasen? Können wir die so jagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, bisschen Red Dead Redemption Feeling hier, wa? So, einen Möbelmann brauchen wir noch. Die beiden Jungs denken sich auf, was macht der Typ da? Schleicht hier durchs Unterholz. Ist da ein Hase? Ist das einer da unten? Nee, schade. Ich sehe schon wieder Gespenster hier.
So, komm, wollen wir uns erstmal einmal hier die Reichtümer besorgen. Wir alle wissen ja, vom Hochsitz jagt sich's leichter. Aber ich sehe nichts. Was außerordentlich schade ist. So, Kanickelchen, wo seid ihr? Da. Oh, ultra skillig. So, wo waren eben die Steinis? Die waren hier, ne? Ne, waren sie nicht. Da. So, aber jetzt müssen wir die drei haben für den Opferaltar. Von Cernelega. Cernelega. Keine Ahnung, wie die das hier aussprechen. So. Hä? Ich hab doch drei... Ich habe offensichtlich keine drei Hasenpfoten. Das ist schlecht. Warum habe ich keine drei Hasenpfoten? Das ist ja jetzt natürlich die Preisfrage. Habe ich überhaupt eine Hasenpfote? So. Da. Hirschhuf, na fast. Da. Eine Hasenpfote. Zu deinem Glück hatte der Hase keins. Schön. So, Hasis. Hasi. Hasi? Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Sie eben sind hier noch tausende rumgeschwirrt. Jetzt kein einziger oder was? Kann nicht euer Ernst sein. Hase. 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 Plopp. Ah. Sind aber schon verdammt gut getarnt, die Jungs. So, ein Hase noch. Das alte Videospielgesetz will es so. Drei von einer Sorte. Was kreischst du mich denn so an? Bitte dich. Nee, du bist kein Hase. Du darfst weiterleben. Ja. Hase. Häschen in der Grube, saß und schlief. Saß und schlief. Weiter weiß ich nicht. Du! Du komm mal nach dem Faddy weg, du. Da. Hä? Wie habe ich das denn nicht wie habe ich das denn geschafft, den nicht zu treffen?
keine Hasepfote, ich kriege eine Krise. Da. Zwei Stück. Ein Hoch auf Bullet Time oder sowas. Wo seid ihr denn? Rennt ihr schon selber zum Opferaltar oder was? Da. Da. Halt. Ach, Glück gehabt. Ja, die dritte Hasepfote, da haben wir sie. Puh. So, hervorragend. Und wieder eine Nebenquest abgeschlossen. Und wieder ein Fertigkeitspunkt. Und die werden wir nochmal vergeben. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten hier irgendwo... Nee, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Doch, nee, wo war denn das mit diesem Adrenalin-Gelöt? Da war das. Ja, da wollten wir hin. Lock. Oh, hier gibt es sogar zwei, oder? Berserker-Eifer. Kämpfe mit Feuereifer. Eine teilweise gefüllte Adrenalinanzeige wird vom ersten Schlag des Gegners nicht beeinflusst. Cool. Ja, Freunde, das war unsere kleine Nebenmissionsfolge. In der nächsten Folge machen wir dann mal wieder mit Hauptquests weiter, glaube ich. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir können auch vielleicht nochmal hier... Oder wir machen hier einmal den Bogen. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich einfach mal vom Spielfluss treiben. Aber wir haben hier auch noch irgendwie eine Quest, ne? Da haben wir auch noch was offen. Ah, ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Vielleicht lese ich es früh genug, dass ich mich ein bisschen daran orientieren kann. Ansonsten... Wir haben noch 5 Rätsel und 4 Artefakte hier auf der Ecke. Das heißt 1, 2, 3, 4. Das sind die 5. Quest. Die ist es ja wohl nicht, ne? 1, 2, 3. Achso, hier. Ne, 4. Doch, 4, 5, genau. Ja, dann machen wir nächste Folge nochmal eine Runde mit Rätseln und dann Artefakte und dann können wir Legra Kesta Skir nämlich abschließen. Und ich werde jetzt an dieser Stelle speichern und verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, gerne in die Kommentare schreiben und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.